Nähern uns Soulportal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Das nenne ich eine Armee. Alle sind dabei. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Quarianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Geth-Flotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. Melde mich ab. Bereite Sinkflug vor. Commander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Norman, die Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist schwer.
Ich erkenne sie kaum wieder. Scheiße! Anvisiert! Festhalten! Verdammt! Status! Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Zu Fuß dürfte schwierig werden. Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Bin bei Ihnen, Shepard. Und los geht's. Jetzt! Los! Los! Okay. Der Kampf hat begonnen. Wir sind auf London angekommen und jetzt wird's... was ist denn hier los? Richtig ungemütlich. Jetzt kommen die fetten Kämpfe. Verdammt, ich kann hier nicht bleiben, Sir. Macht nix. Wir kriegen das schon hin. Also gut, dann weiter. Hier ist Captain Johnson. Hammer wird zerlegt. Diese Geschütze müssen sofort offline gehen. Wir kümmern uns drum. Bin schon dabei. Aber es geht nun mal nicht so schnell. Rohlinge? Wo? Oh, hi. Weg mit dir. Oh shit. Hier ist ganz schön was los, muss ich mal so sagen. Aber gut, wen wundert's? Ich meine, wir sind jetzt auf der Erde im Endgefecht sozusagen, ne? Ho, mein Freund. Schön die Füße stillhalten. Wow! Oh mein Gott. Wie bin ich nur hier gelandet? Scheißdreck. Komm, sprinte. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Gut. Feinde sind im Anflug auf Sie. Keine Zeit für. Ich versuche, Sie vom Leib zu halten. Das ist sehr freundlich von dir. Was rumpelt denn hier so? So, habe ich denn überhaupt noch jemanden? Ja, Tali ist noch dabei. Sehr gut. Ich glaube, es hackt, mein Freund. Lass das mal schön stecken. Was ist denn hier los? Ich blick gerade nicht mehr durch, muss ich zugeben. So, aber ich glaube, es ist alles gut. Garrus macht das, was er in größeren Kämpfen am liebsten macht. Er liegt auf dem Boden rum. Damit muss ich wahrscheinlich leben. So, jetzt aber. Und fertig. Darf ich dir aufhelfen, mein Freund? So zum Beispiel. Gut, ich glaube, es wird Zeit, diese nervtötende Kanone an der Seite auszuschalten. War da gerade noch jemand? Oh, hier. So. Alter. Das Ding scheint gut reinzuhauen. Sieht doch relativ mächtig aus. Gut, kraxeln wir doch mal ein bisschen hier durch die Ruinen. Vielleicht kommen wir dann nah genug ran, um uns um das Ding kümmern zu können. Verdammt! Ich bin getroffen! Alles in Ordnung! Sind Sie sicher? Aber ich kann Sie nicht abholen. Ich muss den Vogel ganz schnell landen. Ab in Sicherheit. Was immer Sie sagen. Übrigens kann Cortez an dieser Stelle auch sterben. Wenn wir uns nicht um ihn kümmern in diesem Spiel und er uns völlig egal ist, dann wird er hier nicht mehr antworten. Und man kann davon ausgehen, dass er in dem Falle stirbt. Sieh nach Ihren schweren Waffen Ausschau. So, räumen wir doch mal ein bisschen mit den Kannibalen hier auf. Die M920 Kane beschaffen, das klingt doch mal gut.
So, ich glaube, den Verwüster stelle ich mich lieber nicht in den Weg. Den schalte ich erstmal aus der Ferne aus. Bevor ich hier richtig reingehe. So, mit dem Marodeur aber können wir sehr gern spielen. Kein Problem. Da bin ich mit dabei. So, noch einer. Aber natürlich. Oh. Und Feierabend. Wo haben wir denn jetzt das gute Stück, das wir hier sammeln wollten? Wo ist denn die Kane? Habe ich die nicht gerade noch gesehen? Ach hier, auf der Seite. Alles klar. Los jetzt, direkt in den Hals. Ab geht's. Feuer! Job erledigt. Das war's. Letztes Geschütz außer Gefecht. Alle Hammerteams, bereit machen zur Landung. Ist da jemand? Komm, wir brauchen eine Exfiltration. Was? Achtung, wir haben Gesichtschaft. Oh, keine gute Idee. Noch nicht gegen die Banshee. Was war denn das gerade für ein Kampfschrei gewesen? Von wem kam der denn? War ja sehr interessant, muss ich mal so feststellen. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen ungemütlich. Gibt es Allianzpersonal in der Nähe? Könnte die Alte mal ihren Schild ablegen? Das wäre sehr schön. Oh ja, ich gehe mal kurz auf sie drauf, auch wenn das nicht so die schlauste Idee ist. So, mal kurz hier anderweitig auf. Was ist denn hier los? Aufräumen. Bin ich plötzlich auf einem LSD-Trip? Alter! Was ist los? So, ich glaube, so sollte es doch funktionieren, oder? Komm, wir schießen einfach mal drauf. Alles, was wir haben. Kämpfe! Jawoll! Bitch! Und jetzt den kleinen Scheiß. Halt! Wer ist so frech? Du da! Stirb! Wow, die kommen hier in Massen an. Das ist ja Wahnsinn. Darf ich mal hier kurz wiederbeleben? Nicht doch. Das ist nicht so freundlich. Okay, Garrus ist aber wieder mit dabei. Ich habe geschafft, was ich wollte. Wir sind wieder zu dritt. Okay. Massen von Kannibalen. Einer nach dem anderen. Wahnsinn. So, ich hoffe, ihr beeilt euch ein bisschen mit eurer Exfiltration. Es wird doch langsam ein wenig stressig. Ich könnte schon etwas von meinen 5 OT verschüttet haben in diesem Kampf. Wo ist denn hier? Warte mal. Ach, ich bin schon da. Sehr gut. Beeilung, wir werden beschossen. Alle drin. Abflug. Bringen Sie uns raus, Corporal. Sind Sie okay? Ich lebe noch. Zweifellos, Commander. Anderson. Ich wusste, Sie enttäuschen mich nicht. Schön, Sie zu sehen. Auch Ihr Anblick ist ein Vergnügen. Wie sieht's aus? Die schwere Luftabwehr ist erledigt. Hammer kann landen. Und keinen Augenblick zu früh. Der Rest des Widerstands hält eine vorgeschobene Operationsbasis. Aber die Reaper schlagen bereits zurück. Nach dem Sammeln liegt der Kampf in den Händen von Hammer. Muss schlimm gewesen sein, abgeschnitten von der Allianz. Es war vom ersten Tag an sehr riskant. Aber als klar war, dass die Reaper sich auf die Zentren konzentrieren, konnten wir direkten Kontakt besser vermeiden. Bis London. Ja. Die hielten uns so lange wie möglich. Haben Späher geschickt. Diese Planung hat viele Leben gekostet. Aber mit Männern wie Major Coates und dem Wissen, dass Hilfe kommt, hielten wir durch. Ohne Sie und Ihren Widerstand hätten wir keine Chance. Ja, der Admiral ist bescheiden. Ohne ihn wäre hier niemand mehr am Leben. Heben wir uns die Orden für später auf. Dieser Kampf fängt gerade erst an.
Und Hammer sollte dafür bereit sein. Sie standen anfangs nicht zusammen, aber jetzt werden sie Seite an Seite den Sieg holen. Gut. Genau das brauchen wir auch. Wir holen den Sieg, Anderson. Ich bin in London geboren. Wirklich? Die gesamte Galaxie vereint. Schade, dass dazu die Reaper notwendig waren. Shepard hat es geschafft, sie alle zu vereinen. Genau das habe ich gemeint. Ich weiß, Sie wollten nicht gehen, Shepard. Aber niemand hätte erreicht, was Ihnen gelungen ist. Es tut gut, zurück zu sein. Da ist die VOB. Sieht gut aus. Geben Sie Hammer die Freigabe. Admiral, wir haben dort eine Befehlszentrale eingerichtet. Anscheinend kommen immer noch Gruppen rein. Ja, Sir, aber nicht so viele wie erhofft. Kommen Sie, wenn Sie bereit sind, Shepard. Mach ich. Er hat recht. Ich hätte inzwischen mehr von Hammer erwartet. Viele werden es nicht schaffen. Sie beide gehen vor. Ich komme nach. Die Kämpfe hier gehörten zu den schlimmsten auf dem Planeten. Es sieht schlecht aus, aber noch besteht Hoffnung. Außerdem sind Sie hier. Es wird die Truppen freuen, Sie zu sehen und Ihre Entschlossenheit stärken. Ich bin ein Soldat wie Sie. Das sehen Sie vielleicht so, aber die Truppen nicht. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie sind für diese Soldaten ein Held. Sie sollten Ihre Wirkung auf Sie nicht unterschätzen. Ich gehe jetzt zu meinem Bataillon. Wir sehen uns in der Befehlszentrale. Weniger Truppen als erhofft sind gekommen. Tja, aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und wenn das noch so wenige sind, der Plan steht und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen ihn so durchziehen, wie er ist. Wir haben die Luftabwehr ausgeschaltet und während uns jetzt die Luftflotte Unterstützung zusichert, werden wir auf dem Boden zu diesem Strahl vordringen müssen, koste es, was es wolle. Und das wird ziemlich ungemütlich, glaubt mir. Hey, Commander. Was? Nicht Loco? Tut mir leid. Alles okay? Ich weiß nicht, was ich von der Rückkehr zur Erde erwartet habe. Ich war bereit für den Kampf oder den Tod, falls nötig, aber wo ich das alles so sehe... Ich weiß, es ist schwer, aber das ist nur vorübergehend. Aber erst müssen wir mal gewinnen. Lassen Sie sich von denen nicht den Kampfesmut nehmen. Ich weiß ja. Sie haben recht. Das ist es jetzt also, ja? Ein Vorstoß noch. Ein letzter Kampf. Nicht zwingend unser letzter. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen, Shepard. Sie sind wirklich ein großartiger Soldat. Danke. Was immer heute auch geschieht, ich werde stolz auf Sie sein. Das bedeutet mir viel, Sir. Hey. Viel Glück da draußen, Loco. Tja, jeder tut, was er tun kann. Und die, die nicht bei uns im Trupp mit sind, werden anderweitig aushelfen müssen. Achtung, Aufklärungseinheit Echo Bravo, Sekundarien sind eingedrungen. Was haben Sie gefunden? Die Berichten zufolge ist jenseits der Basis Niemandsland. Zeitabregelung 100%.
Hat das Echo-Team eine Empfehlung ausgesprochen? Positiv. Die reizende Verzögerung der nächsten Welle von Hammer. Die bringen uns da draußen um. Wir haben keine Wahl. Verzögerung negativ. Rate zur Klärung der Lage, aber Hammer läuft ab wie geplant. Ende. Verstanden. Tja, das klingt gar nicht gut, muss ich mal so sagen. Es wird dazu geraten, zu verzögern, und wir können es uns nicht leisten, zu verzögern. Na super, aber zum Glück ist der Shepard dabei. Der Feindbrecher wird das schon machen. Na Ashley, kämpfst du auch mit? Shepard? Soweit alles in Ordnung? Unruhig. Alles hängt jetzt davon ab. Haben wir eine Chance? Es gibt Hoffnung. Sie hat uns so weit gebracht. Und Sie haben das möglich gemacht. Ihretwegen sind wir hier. Weil Leute wie Sie mir immer aufgeholfen haben, wenn ich gestolpert bin. Sie haben mich unzählige Male gerettet. Fast so oft, wie Sie mich gerettet haben, großer Held. So sieht das Ende immer aus. Unser Treffen auf Eden Prime scheint 1000 Jahre her zu sein. Es ist so viel passiert. Schwer zu sagen, wie wir hierher kamen. Sie sind eine Überlebenskünstlerin. Hoffentlich stimmt das. Es stimmt. Sie sind eine gute Soldatin. Ein Spectre. Gut, dass Sie da sind. Danke, Commander. Okay. Noch einen Hügel, Lieutenant Commander. Bereit? Aye, aye, Captain. Bereit. Man vergisst irgendwie immer zu leicht, dass Ashley auch ein Spectre ist, weil sie irgendwie nicht so rüberkommt wie einer, finde ich. Aber gut. Udina hat es ihr damals zugesprochen und damit ist das so, ne? Ja, Commander. Möchten Sie jemand Bestimmten erreichen? Es gibt also einige, die ich gern nochmal sprechen würde. Fangen wir doch mit denen an, die schon dastehen. Jacob Taylor. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Jacob, halten Sie durch. Wir machen Sie fertig. Trifft's her. Meine Abschussquote explodiert geradezu. Wenn es vorbei ist, vergleichen wir die Kerben. In Ordnung. In Rio gibt es diese tolle kleine Bar. Da müssen wir unbedingt hin. Ich nehme Sie beim Wort. Heizen Sie ihnen ein, Jacob. Jawohl, Sir. Shepard Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Grant. Moment, ich verbinde Sie. Höchste Zeit, dass Sie kommen, Shepard. Ich will dieses Ding schließlich nicht ganz alleine gewinnen. Schön, Sie wieder in Aktion zu sehen, Grant. Das hätte ich nicht verpassen wollen. Shepard. Ja? Danke, dass Sie mich aus dem Tank geholt haben. Kein Problem, Grant. Es war mir eine Ehre. Mir auch, Shepard. Okay, Grant Ende. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Said Massani. Moment, ich verbinde Sie. Ich dachte schon, Sie würden es nicht schaffen, Shepard. Zum Glück habe ich mich geirrt. Bei Ihnen alles okay, Said? Ja, ja. Hoffentlich haben Sie eine richtig gute Ansprache, die alle motiviert. Die könnten wir brauchen. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Wenn wir es jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Was Sie nicht sagen. Irgendwie fühlt es sich gar nicht wie ein richtiger Bodenkrieg an, wenn die Gegner größer sind als verdammte Wolkenkratzer. Aber es bringt nichts, darüber zu reden. Ich bin einsatzbereit, wenn Sie es sind. Zerlegen wir die Schweinehunde. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Steve Cortez. Moment, ich verbinde Sie. Commander, Sie haben es geschafft. Freut mich, dass das auch für Sie gilt, Cortez. Ich will auf meinen Piloten nicht verzichten. Dafür entschuldige ich mich. Es wurde zu heiß und ich musste weg. Ich dachte, ich drehe noch eine Runde und komme dann zurück. Naja, es war keine meiner Glanzleistungen. Mit meiner alten Trident hätte die Sache anders ausgesehen. Wichtig ist, dass wir das Flakgeschütz ausgeschaltet haben. Absolut. Und jetzt sind die Reaper dran. Das ist der Plan. Wir schaffen das. Zum Glück bin ich dabei. Und Commander, danke, dass Sie mir den Glauben zurückgegeben haben. Sonst, es hilft, wenn man wieder einen Sinn im Leben sieht. Wachsam bleiben, Cortez. Jawohl, Sir. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Kasumi Goto. Moment, ich verbinde Sie. Hey, Shep. Sind Sie bereit da unten?
Kommt darauf an, ob Sie den Tegel einsatzbereit gemacht haben. Oh, der ist bereit. Ich weiß zwar nicht, was er genau macht, aber es wird auf jeden Fall groß. Viel Glück, Shepard. Wenn Sie es überleben, gehen die Drinks danach auf mich. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Jack. Moment, ich verbinde Sie. Shepard, sind Sie das? Jack, wie geht's Ihren Jungs? Gut bis jetzt. Wir sind ein wenig südlich von Ihrer Position. Wir haben ein paar Widerstandskämpfer mit Barrieren gerettet und bringen jetzt ein bisschen mehr Feuerkraft mit. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Shepard. Lassen Sie es krachen. Sie auch. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Samara. Moment, ich verbinde Sie. Ich habe mich schon gefragt, ob ich Sie wiedersehen würde, Samara. Es war höchste Zeit, dass ich in Ihre Schlacht ziehe. Sie haben mir im Kloster sehr geholfen, Shepard. Danke, dass Sie sich revanchieren. Nur an Ihre Taten wird man sich erinnern. Mögen Sie wohl überlegt sein. Leben Sie wohl. Kann ich Sie sonst noch mit jemandem verbinden? Ich bin fertig. Jawohl, Sir. So konnten wir nochmal mit allen reden, die wir über all die Folgen in den drei Teilen an unserer Seite hatten, die mit uns gekämpft haben. Und die jetzt nicht mehr mit dabei sind. Also die anderen, die jetzt zu unserer Crew gehören, die haben wir ja hier gar nicht mit dabei gehabt, sondern es waren wirklich nur die, die jetzt nicht mit uns kämpfen. Leider ist Miranda nicht dabei. Wie gesagt, das war ein relativ unnötiges Opfer. Die hätten wir durchaus hier noch mit dabei haben können. Für Thane gilt das nicht, leider. Oder für Mordin auch. Oder auch Legion. Das waren leider Opfer, die wir bringen mussten. Also das ging nicht anders. Zumindest wenn man die Entscheidungen trifft, die ich getroffen habe, ließen sich diese Opfer nicht vermeiden. Die hätten sicherlich auch sich hier mit in den Kampf gestürzt. Aber wie es eben so ist, man kann nicht jeden retten, ne? Und so kämpfen eben nur die anderen für diese Opfer noch mit. Sie werden sie sicherlich in Erinnerung behalten und doppelt so hart reinhauen dafür. Genauso wie Shepard es tun wird. Der tritt in den Ich möchte, Arsch. Dass Sie die Koordination mit der Allianz übernehmen. Die logistischen Probleme müssen gelöst werden. Jawohl, Sir. Allerdings wollen die Kroganer keine Vorräte mit uns teilen. Rex macht nur auf unnahbar. Sagen Sie ihm, ich hätte eine Kiste mit Denoria-Bier, die ich gern mit ihm teile. Das dürfte seine Aufmerksamkeit wecken. Gut, wenn sich die Leute kennen und wirklich befreundet miteinander sind. Es ist schlimm, wenn man sieht, dass es noch andere Planeten so erwischt hat wie diesen. Wenn's nach mir geht, wird das der letzte sein. Heute wird dieser Albtraum endlich enden. Glauben Sie wirklich, dass die Reaper besiegt werden können? Da bin ich ganz sicher. Die Sache mit der Sovereign vor ein paar Jahren, das war der erste. Und jetzt werden ihm seine Freunde folgen. Und Rex müssten wir ja hier noch mit treffen, denn mit dem haben wir nicht gesprochen, ne?